genau. Das ist... wie... Hüter Aquilos? Könnten wir kurz reden? Ah, Matteo. Wir haben uns zu lange nicht gesehen. Wie geht es deinen Eltern und den Nazaren deiner Mutter? Sie hat sie in den Griff bekommen. Es lag am pH-Wert des Bodens. Aber ich bin nicht zum Plaudern hier. Ah, was habt ihr auf dem Herzen? Hüter, wir würden gerne über die Allheit sprechen. Bist du dir sicher, Matteo? Diskussionen über die Zukunft der Menschheit sind langwierig und nichts für schwache Nerven. Nein, so meinte ich das nicht. Wenn du von der Allheit redest, nun, bedeutet das noch etwas anderes? Etwas Geheimes? Vielleicht sollten wir das drinnen besprechen. Da wir unter uns sind, verrate mir doch, was genau euch zwei heute zu mir geführt hat. Wir haben so etwas noch nie gesehen, Hüter. Gravitationsverzerrung, Infraschall-Harmoniesequenzen, unidentifizierbare Energieströme. Davon verstehe ich nichts. All das ist ungewöhnlich, selbst eurer Erfahrung nach? Es gab schon immer Rätsel, die unser Verständnis des Universums und unsere Vernunft zu übersteigen schienen. Der Glaube von jemand anderem schenkt uns das Leben, obwohl nicht abzusehen ist, was aus uns einst werden wird. Ihr seid also ins Unbekannte vorgestoßen, ohne jede Ahnung, wohin es führen würde, und seid hier gelandet. Ich glaube, das kann ich. Wenn ihr willens seid, euch etwas länger durchs Dunkel vorzutasten, kann ich euch den Weg zur Erkenntnis zeigen. Es gibt eine alte Geschichte, weit älter als das Sanctum Universum, über jemanden, der jeden Winkel der besiedelten Systeme durchwanderte. Dieser Pilger wollte die wahre Bedeutung der Allheit entdeckt haben. Ich hielt das für eine Parabel zur Vereinigung der Menschheit. Aber... vielleicht ist es mehr. Das kann ich nicht sagen. Aber wenn all dies wirklich zusammenhängt, ist das durchaus möglich. In meiner Geschichte besuchte der Pilger die Gründer des Hauses der Aufklärung und den rätselhaften Kult von Varun und gab ihnen allen einen Teil der Wahrheit. Dann begab er sich zu seiner letzten Ruhestätte, um den Rest seiner Tage lang über sein Infinitum Addendum nachzusinnen, seinen Beitrag zur Unendlichkeit. Aber was, wenn diese Geschichte kein Gleichnis ist, sondern ein Code, der zum Pilger führt? Oder zumindest zu seinem Grab? Ja, das muss etwas zu bedeuten haben, aber es erschließt sich mir nicht. Vielleicht offenbart sich alles, wenn wir mehr wissen. Das Haus der Aufklärung und Varun haben eigene Versionen dieser Geschichte. Normalerweise schon, aber vor kurzem wurde eine Fanatikerin gefasst, die UC-Schiffe angegriffen hatte. Ich habe sie schon einige Male besucht. Hoffentlich wäre sie bereit, auch mit dir zu reden. Und was die Aufgeklärten angeht... die haben einen Sitz im Unterdeck hier in New Atlantis, wo sie den Ärmsten helfen, sich ein besseres Leben aufzubauen. Ich werde hier bleiben. Der Hüter und ich haben viel nachzuholen. Und ich hätte auch noch ein paar Fragen. Ach,
Diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit aus... Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Weil sie überall kleine Außenposten hat. Besuch? Ich brauche keine Gesellschaft. Du willst also etwas über Varun wissen? Wie die Wachen, wie der Hüter. Warum die Reaktion? Das war ein Versuch, echte Sympathie zu bekunden. Die große Schlange lauert in den Schatten. Sie wird das Universum umschlingen und außer den Gläubigen alles zu Staub verwandeln. Das ist die Wahrheit. Nichts weiter. Ich auch. Wir versuchen beide, für alles offen zu sein. Das Wissen um die große Schlange vertreibt alle Bedenken. Wichtig ist nur, dass sie zurückkehren und ihre Anhänger verschonen wird. Sonst nichts. Du möchtest über den Pilger des Hüters sprechen, nicht wahr? Ich erzähle dir etwas über ihn. Und dann gehst du. Jinan Varun trifft den Ungläubigen und erhält eine falsche Prophezeiung von ihm. Aber Jinans Glaube an die große Schlange ist so stark, dass er den Ungläubigen sofort niederstreckt. Aber der Ungläubige kehrt zurück. Jinan weiß, die große Schlange testet ihn. Und er will die Probe bestehen. 4-mal kämpfen sie. Und während sie kämpfen, verstreichen 120 Tage. Vergiss diese 4 Kämpfe nicht, Jinan, spricht der Ungläubige. Vergiss diese 120 Tage nicht. Aber Jinan erkennt die Blasphemie in seinen Worten und tötet ihn. Das ist alles. Allheit ist mir kein Begriff. Wenn, dann ist sie ein Schatten, den die große Schlange wirft, um die Ungläubigen zu verführen. Stärke und Glaube spiegeln deine Würdigkeit für die große Schlange wider. Zu zeigen, dass du nicht zweifelst, ist wichtiger als der Tod. Ich bin des Sprechens müde. Geh. Entgegen den Gerüchten sind die Leute von der UC Security in Ordnung. Und Sergeant Yumi ist ein alter Freund von mir. Gibt es sehr viel zu tun und sehr viele hilfsbedürftige Leute. Wenn es um die Finanz- und Nahrungsmittelhilfe geht, da gibt es derzeit Rückstände. Aber wir tun, was wir können. Oh, ich dachte, tut mir leid. Kann ich helfen? Wir wollen niemanden belästigen, aber jede Info könnte unheimlich nützlich sein. Ich habe das mit ihm schon mehrmals durch. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen Allheitspilger. Aber wenn ihr beide darauf besteht? Unsere frühesten Aufzeichnungen sind größtenteils bürokratischer Natur. Hilfsprojekte, Therapienotizen, Spesen. Aber einige Gespräche haben die Gründungsmitglieder sehr detailliert aufgezeichnet. Sie passen am ehesten zu dem, was Aquilus beschreibt. Ja, ich meine, er will immer Menschen aller Glaubensrichtungen zusammenbringen. Er sehnt sich nach einer Art gemeinsamem Ursprung. Ich habe nichts gegen den Hüter, aber der Glaube ist genau das Problem. Wir brauchen keine geteilte Geschichte, wir brauchen einander. Gegenseitige Hilfe. Ein Mann kam ins erste Haus der Aufklärung. Die Gründungsmitglieder nannten ihn nur den Wanderer.
Sie dachten erst, er wäre auf Almosen aus, aber stattdessen stellte er nur eine Menge Fragen. Wenn deine Philosophie auf der Moral eines Individuums aufgebaut ist, was ist mit der zweiten Person? Sie ist vielleicht anderer Meinung. Ist das Problem der zwei nicht das, was du wirklich suchst? Und sie antworteten nur, jedes Individuum muss verstehen, wie es durch die zweite Person bereichert wird. Alle menschliche Mühe beruht auf Kooperation, die uns voranbringt. Und immer so weiter. Ein Jahr lang kam er jede Woche wieder und jedes Mal hatten sie das gleiche Gespräch. Zweite Person, das Problem der zwei und all das. Das gehört zu unseren Grundprinzipien. Es gibt keinen Gott, der uns belohnt, wenn wir Gutes tun. Wir müssen einander helfen, weil wir es wollen. Wenn es niemand auf sich nimmt, die besiedelten Systeme besser zu machen, werden uns die Tyrannen nach freien Stücken schikanieren. Ehrlich? Ich glaube, die Gründungsmitglieder haben alles erfunden. Früher war man nicht ganz so offen Atheist. Ich glaube, sie haben mit dem Verfassen ihrer eigenen Schrift experimentiert. Zum Glück haben sie schnell damit aufgehört. Nach den Aufzeichnungen über den Wanderer kommt so etwas nicht mehr vor. Außer dem, was der Hüter darüber sagen würde, klingt nach einem Versammlungspunkt oder Zentrum. Oder All soll für eine Einheit stehen. Die eine Einheit. Eins. Das Erste. Der Anfang. Tut mir leid, aber das ist alles, was ich dir anbieten kann. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Du bist zurück. Was hast du erfahren? War in ihren Geschichten etwas verborgen, wie wir gedacht haben? Was er der Unendlichkeit hinzufügte. Vielleicht weist das auf einen Namen hin. Wenn wir seine Ruhestätte finden wollen, bräuchten wir den Namen eines Sternensystems, oder? Was hast du noch erfahren? Wenn es wirklich einen Ort gibt, den wir finden sollen, die Zahlen klingen verdächtig nach Koordinaten. War da noch etwas? Planeten werden oft nach einer Zahl benannt. Dieses Zweite könnte der zweite Planet im System sein. Nun, wir haben Zahlen, die Koordinaten sein könnten. Ein möglicher Hinweis auf einen Planeten in einem System. Aber wie heißt das System? Infinitum Addendum. Was, wenn wir die Wörter teilen? Ich kenne kein System mit dem Namen Finite oder Ad. Bleibt nur in und dumm. So fühle ich mich übrigens gerade. Ja, richtig. Der zweite Planet von Indum. Und zwar bei 4 und 120. Dort findest du die Ruhestätte des Pilgers. Und von da aus findest du vielleicht die wahre Bedeutung der Allheit. Bevor du gehst, du hast jetzt viele verschiedene Perspektiven unseres Universums kennengelernt und wirst sie in gewisser Weise auf deinen Reisen mitnehmen. Ich weiß, dass du eine bestimmte Allheit suchst, aber wenn du raten müsstest, was sie ist, was würdest du sagen? Überzeugung. Ein anderes Wort für Stärke. Haben die Schwachen kein Recht auf Wahrheit? Die Zweifler? Für dich geht es also nur nach vorne? Du wirst die Bedeutung der Allheit herausfinden, koste es, was es wolle? Die Überzeugung ist es, was uns allen in der Constellation Kraft gibt. Nun, ich halte dich nicht mehr auf. Das hat Spaß gemacht, muss ich zugeben. Geh, finde deine Wahrheit. Ich. Wann werfen?
Wer auch immer hier gelebt hat, hat sich offenbar langfristig eingerichtet. Ich möchte mit dir über etwas reden. Was für dich. Schöne Skulptur. Sie wurde vermutlich nicht nur als künstlerische Aussage hier platziert, sondern diente einem bestimmten Zweck. An Bord. Bereit zum Abflug.